Und damit einen gemusterten, herzlichen guten Morgen. Es ist, glaube ich, 7 Uhr. Ja, 7 Uhr, kurz nach 7. Ich werde mich jetzt auf Richtung Bahnhof begeben, in den ICE steigen und dann zum Flughafen. Ab nach München. Was laber ich da? München, wie komme ich nach München? Nach London natürlich. Ich muss mich auch beeilen. Ich bin schon ein bisschen spät dran. Die Kappe sitzt. Und ich weiß noch gar nicht, ob ich die überhaupt anlasse. Naja, wir sehen uns. Dann laber schon wieder so eine Scheiße. Ich habe das schon wieder so lange nicht mehr gemacht. Auf jeden Fall, wie gesagt, der nächste Plan ist Bahnhof. Und dann... Über Frankfurt am Main Flughafen und Mainz. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Wish you a pleasant stay on board. So, ich bin immer noch im Zug und komme jetzt aber gleich am Flughafen Frankfurt an. Das heißt, jetzt kurz Koffer abgeben, kurz was essen und in einer Stunde, anderthalb Stunden geht der Flieger. Ein bisschen beneide ich Dena gerade schon um seine kleine Longboards, seine Mini-Longboards vor allem. Alter, dieses Latschen ist unglaublich nervig, wenn man hier die ganze Zeit diese gesamten Flure ablaufen muss, von einem Gate zum nächsten. Und ich habe mich nicht mal verlaufen, sondern es ist einfach unglaublich weit. Und jetzt könnte man einfach so rollen. Gerade in London angekommen, aus dem Flugzeug raus, jetzt Gepäck holen und wieder ewig weit laufen. Ich sage nur Dena, ich hätte jetzt gerne ein Longboard, auch wenn wir uns nicht kennen. Ja, damit. Und mittlerweile bin ich gerade, nachdem wir gerade ganz kurz im Flughafen gesprochen haben quasi, hier angekommen und sitze im Taxi quasi. Und wir sind London Heathrow angekommen und fahren jetzt nach London City quasi in die Stadt rein. Wir haben einen total netten Taxifahrer, beziehungsweise es ist gar kein richtiges Taxi, sondern eigentlich einfach so, keine Ahnung, ein bisschen mit ihm geschnackt. Und der hat vorhin auch schon Nick and Night gefahren. Also es ist ungefähr so 40 Minuten brauchen wir ungefähr, bis wir da sind. Und ich habe keine Ahnung, was da geht. Ich habe auf jeden Fall Hunger und muss mein Handy aufladen, weil ich habe mein iPhone einfach so schnell schon leer gemacht. Also, und das Verrückteste daran ist einfach, hier sind die Lenkräder auf der anderen Seite. Wir fahren auf der anderen Straßenseite. Damit komme ich gar nicht so ganz klar. Und eben gerade ist so eine Frau an uns vorbeigefahren, auf der linken Seite, und die hatten einfach hinten auf der Hutablage eine Katze sitzen. Auf jeden Fall eine schöne Stadt bisher, so, was wir bisher gesehen haben. Vor allem unglaublich schönes Wetter. Wir fahren immer noch, ja, ihr seht's. Schöner grüner Park. Wir sind gerade durch richtig viele schöne Stadtviertel gefahren und sind jetzt hier bei Livingstone oder sowas. Keine Ahnung, hier sind die ganzen Konsulate, und wenn ihr was im Hintergrund hört, das ist mein Fahrer, der gerade auf Nigerisch, glaube ich, ja, keine Ahnung, weiß nicht, wie man das nennt, telefoniert. Ja, mal gucken, wie lange wir noch brauchen. Ich habe Durst und Hunger. Ganz klassisch, wenn man am Reisen ist. Durst, Hunger, Pipi, mein Vater hat immer früher gesagt. So, wir sind
gerade angekommen, mein Taxi wird gerade bezahlt und da gehe ich jetzt, glaube ich, rein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Er arbeitet bei Sie ist super. Oh mein Gott, ich bin verwirrt mit den ganzen Space Apes. Und Soho ist ziemlich schön, wie ihr seht. Und es ist auch echt schönes Wetter. Ich bin ein bisschen zu warm angezogen. Und hier daneben ist direkt ein Park und ich stehe mitten auf der Straße. Aber schauen wir mal. Ja, ich bin gerade in meinem Hotelzimmer angekommen. Wir waren jetzt 2-3 Stunden bei Space Apes im Büro. Ich habe da jetzt nicht wirklich viel filmen können. Bin jetzt gerade hier angekommen. Ich nehme mal das Käppchen auf. Und ich zeige jetzt immer dieses Hotelzimmer. Also hier ist quasi die Tür. Und wenn du dich umdrehst, ist hier das Bad. Quasi das ist alles. Das ist das Bad. So, jetzt sitzen wir hier unten in der Hotelbar. Wir waren gerade draußen noch ein Bier trinken. Sind tatsächlich direkt in der Stadt. Und wisst ihr, wer wieder da ist? Der Mann mit dem Beauty-Kanal. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Sweatson. Sie Deutschen. Wie sind Sie Deutschen? Das ist BJ Can't Drive. Und naja, kennt ihr ja alle. Oder wenn nicht, ich verlinke ihn euch mal unten in der Beschreibung. Und wir gehen dann gleich noch was essen. Und ja, hier gibt es tatsächlich freien Wein. Also man weiß nicht, was heute noch passiert. Nein, Quatsch. Und auf jeden Fall krass direkt in der Stadt. Ich freue mich auf morgen, weil wir uns dann mit ganz vielen von den Space App-Leuten treffen. Und seid gespannt, was da noch alles auf euch zukommt. Ich bin ja nicht umsonst hier. Wir sind jetzt auf dem Weg, was essen zu gehen. Und ey, Nick! Ey! Und danke den Deutschen! Und auf jeden Fall. Sprechen Sie Deutsch. Sprechen Sie Deutsch. Mein Kampf. That's not okay. That's not okay? Okay, auf jeden Fall sind wir jetzt noch was essen gehen. JK, that's not okay. Is that better? Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Auf jeden Fall, wahrscheinlich habt ihr eh nicht verstanden, was er gesagt hat. Don't call me an idiot. Ich habe gar nichts gesagt. Naja, auf jeden Fall, London ist eine schöne Stadt. Wir gehen jetzt irgendwo noch was essen. Hier laufen unglaublich viele Menschen umher. What are you saying? Und ich rede nicht über dich. Und ja, ich glaube, das war's für heute. Vielleicht zeig dir noch ein paar Bilder, aber ansonsten würde ich sagen, was ist das für heute? Morgen. Ja, das ist morgen. Das Einzige, was ich eigentlich festgestellt habe aus gestern, ist, und für mich verwirrt das, wenn die hinter mir probieren, Deutsch zu sprechen, auch wenn sie es können. Ja, britisches Bier macht auch Kopfschmerzen. Das habe ich heute festgestellt. Wir sind eigentlich gleich kurz vor dem Office. Und ja, mal schauen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die gerade mal vorbeilaufen lassen, damit es irgendwie ein bisschen einfacher ist. Das verwirrt hart, wenn andere Leute andere Sprachen sprechen hinter dir. Komisch. Naja, auf jeden Fall, heute ist nicht so schönes Wetter. Klassisch London hat sich halt komplett gedreht. Und ja, wir verbringen heute den ganzen Tag im Büro, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es irgendwas Spannendes gibt zu filmen. Wir werden sehen. Schauen. So, der zweite Tag ist dann auch vorbei. Ich bin jetzt hier im Büro von Space App Games. Das ist tatsächlich eine richtig, richtig coole Firma. Also wenn ihr das hier seht, super entspannt, super cool und super entspannte Leute vor allem. So ist es, so, weiß ich nicht, so ganz normale Menschen einfach. Keine Ahnung, es ist super. Ich bin super zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Es ist auf jeden Fall spannend gewesen. Ein spannender Tag, sehr, 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 sehr viel gehört. Und ja, ich bin gespannt auf das Spiel auf jeden Fall. Ich freue mich. So, bevor jetzt die GEMA mir das Video wegstrikt, würde ich eigentlich sagen, war's das für heute. Ich werde wahrscheinlich den Vlog von Tag 1 und Tag 2 zusammen in 1 klappen, damit das irgendwie so ein bisschen schöner ist. Ihr habt halt nicht so viel gesehen, weil ich halt tatsächlich viel in diesem Raum verbracht habe, viel hier drinnen gesessen habe. Und ja, jetzt bevor die GEMA mir das Video strikt, weil im Hintergrund irgendwelche GEMA-Musik läuft, gehe ich mal offline, beziehungsweise höre auf zu streamen. Schuh. Danke fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, wie es funktioniert. Daumen nach oben, macht's gut.